Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Going Medieval. So, Redwin ist wieder da. Wir haben in der letzten Folge vergessen zu handeln. Wir haben den losgeschickt, aber mal wieder habe ich nicht darauf geachtet, dass er angekommen ist. Und schwupp war er wieder da, ohne was mitgebracht zu haben. Das soll sich ändern, aber nicht in dieser Folge, glaube ich. Ich glaube nämlich, ich baue ein bisschen um. Also erstmal bauen wir hier noch eine Kammer für Bob in den Berg rein. Und dann werden wir wahrscheinlich den Rüstungsmacher da rausziehen, dass wir hier nur schmieden und hier dann noch hier, wie heißt denn das? Genau, Waffenregale hinstellen, um die Sachen wieder zu verwerten, die nicht brauchbar sind oder nicht gut genug sind. Und dann werden wir, jetzt bin ich gerade überlegen, machen wir Bob hier noch ein Zimmer hin oder machen wir Bob da ein Zimmer? Ne, können wir hier ruhig machen, ne? Dann machen wir hier hin. Das heißt, so. So. Und hier kommt der Eingang hin. Genau. Dann heben wir das aus. Hier kommen noch zwei Balken rein. So, jetzt muss Redwin aber erstmal da bleiben. Der muss hier helfen, das alles ausbuddeln. Und wie gesagt, dann werden wir die Schmiede umbauen. Also, beziehungsweise Waffenschmied bleibt hier. Rüstungsschmied kommt in ein extra Gebäude. Genauso wie wir noch ein extra Gebäude brauchen, wie für Zimmerhandwerk. Ja doch, Zimmerhandwerk, genau. Für Bögen herstellen. Jetzt machen wir aber erstmal Bobs Schlafzimmer fertig. Und ich glaube, da hat auch jeder ein Schlafzimmer. Ich habe alles umgebaut. Die haben jetzt alle die königlichen Betten, Qualitätstisch und diese Qualitätssessel. Alles aus Wolle natürlich. Die große Halle ist jetzt auch wirklich eine große Halle. Nur Waffen und Schilde hängen da noch nicht, weil noch nicht genug gefertigt wurde. Also zumindest nicht genug, was gut genug wäre, weil ich habe hier überall eingestellt. 59%. Sollten eigentlich 60 sein, aber egal. Jetzt sind 59%. Warum darf die Kriegsführung nicht hängen? Das hat ja geklappt mit dem Einstellen. Vielleicht hängt deswegen auch noch nichts. Gut, das heißt, wir müssen kurz warten. Schilde funktioniert. Bei den Waffen funktioniert es nicht. Schild funktioniert. Ach genau, ich habe einfach nur einen Schildständer eingestellt gehabt. Und habe das dann alles kopiert. Auch auf die Waffenständer. Und im Waffenständer kann natürlich kein Schild hängen. Vermutlich deswegen. Aber eigentlich können wir das sowieso in jeden Raum einmal reinmachen, oder? Und zwar für jeden abhängig davon, was für eine Waffe er trägt. Sprich, Bob, Braunbart, MG sind Nahkämpfer, die kriegen da Äxte rein. Und Bertha, Bionalu und Redwin und Michel sind Fernkämpfer. Die kriegen Bögen rein, beziehungsweise Armbrüste. Ist Blume nichts? Kämpft Blume nicht? Oh, nächster Meisterschütze und Nahkampf auf 0. Okay. Dann kriegt Blume natürlich auch nichts. Dann bin ich gerade überlegen, hat Blume denn Rüstungen? Blume braucht dann nämlich auch keine Rüstung. Keine Rüstung. Aber Redwin braucht eine Rüstung. Alle Rüstung. Jo, ist nur keine verfügbar. Alles klar. Dann ist gut. Dann hätten wir das ja auch geklärt. Braunbart muss noch ein bisschen weiter schmieden. Wie sieht denn das aus? 0 von 20 Beilen. 0 von 30 Kettenrüstung. Braunbart kommt absolut nicht hinterher, oder? Oder liegt es hier an den Schmelzen? Könnte natürlich sein, dass die Schmelzen zu sehr. Was war ich denn da? Weg. Ah, jetzt habe ich irgendeinen Mist gemacht. Stahlbarren, Goldbarren, sollten die auch nicht Silberbarren hier noch machen? Silber. Kein Holz. Für immer. Habe ich Mist gebaut? Egal. So, wird wohl gehen. Wir brauchen natürlich Lehm, nach wie vor. Wir werden auch weiter handeln. Aber erstmal brauchen wir Redwin jetzt hier, damit ein bisschen schneller gebaut wird. Ja, dass Asantos gestorben ist, ist natürlich mehr als nur ärgerlich. Der fehlt jetzt nämlich ein bisschen bei der Tierhaltung. Wir kriegen nämlich so gut wie keinen Honig ran.
weil so gut wie keiner kümmert sich um die Tiere. Und das fällt ja unter Tierhaltung. Weil wir hätten 113 auf Lager. Bei der Brauerei kümmert sich aber auch keiner drum. Gut, die müssen natürlich auch viel kochen, weil wir hatten kaum noch Lebensmittel. Ach, jetzt haben wir auch nur drei, zwei. Wahrscheinlich deswegen. Warum eigentlich 200? So ein bisschen schwachsinnig, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100 reicht doch vollkommen aus. 100 und hier machen wir mal nur 10. 10. Na, 100. 100. 100, jo. Das sollte vollkommen ausreichen. Wir haben 9 Leute. Sprich, 10 pro Nase wären sogar nur 90. Und damit hätten wir dann noch 10 in Reserve. Und eigentlich brauchen wir diese normalen Mahlzeiten gar nicht mehr machen. Die nehmen wir jetzt mal weg. Wir bräuchten aber mehr Köche. Ja gut, und mehr für Tierhaltung. Was wir nicht so alles brauchen. So, bauen. Holzbalken. So. Hier können wir schon einbuddeln und das können wir auch wegbuddeln. Sobald der Holzbalken gebaut ist, können wir das wegbuddeln. Und dann können wir hier Bobs Schlafzimmer machen. Das machen wir identisch einfach zu Braunbarts. Dann kann da auch keiner neidisch sein, dass die Zimmer irgendwie anders angeordnet ist und sind und das eine schöner ist als das andere. Totaler Schwachsinn, ich weiß, aber egal, das halte ich jetzt so. Möglichst identisch. Die haben ja auch immer alle die gleichen Sachen drin. Die haben alle ein Bett, eine Truhe, eine Feuerstelle, ein Qualitätstisch und drei Qualitätsstühle. Einmal kurz gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Nee, das ist bei allen das Gleiche. Ich glaube sogar bei den beiden Köchen da oben. Ja, genau. Ist überall das Gleiche, also kann sich keiner beschweren. Da müssen wir natürlich noch gucken mit. Ach, guck mal, den Holzbalken haben sie gebaut. Dann können wir das hier nämlich auch wegbuddeln. Und eine Tür schon mal reinsetzen. Genau, dann kriegt Bob da sein Schlafzimmer. Und dann können wir nämlich weitermachen, die Schmieden und alles bauen. Ja, Michel würde mitschreiben, aber nur im Winter, wenn er hier auf den Feldern nichts macht. Aber schön, dass MG Peitsche mithilft. Das heißt nämlich, wir haben genug Kleidung. 30 eigentlich ein bisschen wenig ist, ne? Obwohl, wir haben nur 9 Leute. Reicht eigentlich vollkommen aus. Ja, das reicht vollkommen aus. Das würde sogar nahrungstechnisch vollkommen ausreichen. 10 Mahlzeiten für jeden auf Lager, das ist ganz schön viel, oder? Weil, wenn mal einer ausfällt beim Kochen. Ich muss überlegen, ob das viel ist oder nicht. 50 würden auch locker reichen. Dann wären es 2 Mahlzeiten pro Nase. Oder mehr. Klar, wenn wir 10 Leute hätten, 2 Mahlzeiten wären nur 20. 3 Mahlzeiten brauchen sie mindestens, also 30 brauchen sie mindestens. Dann wird sogar 60 reichen. Ja, wir lassen das jetzt auf 100. Wir lassen das jetzt auf 100. Und dann können sie ein bisschen vorkochen. Und ich denke mal, wenn das gekocht ist, dann werden sich auch Omi und Blume wieder um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel ums Brauen. Wäre nicht schlecht. So viel Met brauchen wir eigentlich auch nicht. Obwohl, wir wollen ja mit Met handeln, ne? Mit Met wollten wir handeln, dann brauchen wir auch den Met. Wie gesagt, ein bisschen ärgerlich. Irgendwie kommen in letzter Zeit keine Händler mehr an. Und neue Siedler auch nicht. Ist ein bisschen blöd. Gut, die buddeln da weiter. Wir bauen jetzt noch eine neue Schmiede. Nicht aus Erde. Aus Kalksteinblock, ne? Nee. Kalksteinblock, genau. Machen wir nämlich anders. Das machen wir. Wie macht man das?
Machen wir hier einfach ein großes Gebäude und unterteilen das? Geht eigentlich auch, ne? Mal 3. So. Bei unterteilen wird doof, ne? Gut, geht auch. Geht auch. Lass uns mal eine Holztür machen. Bevor ich das jetzt einfach wie wild baue, ich zähle das ab. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das wieder nicht. 3, 4, 5. Hier eine Wand. 1, 2, 3, 4, 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5 frei. Doch, dann passt das. Sehr schön. Da ist nicht mittig. Da ist tatsächlich mittig. Sonst ärgere ich nämlich nur wieder, dass das alles nicht mittig ist. Und ich wieder kotzen. So. Nee, die Tür hat er wieder oben drauf gesetzt. Das sollte er natürlich nicht machen. Das mit den Türen ist hier manchmal echt eine Katastrophe. Du sollst sie nicht oben drauf setzen, du sollst sie da reinsetzen. So. Wir gerade überlegen, jetzt könnten wir das Kalksteinlager einfach weiter drüber ziehen, oder? Dann brauchen wir da kein Dach machen. Machen wir einfach Holzboden hier. So. Ach, Mist. Das ist blöd. Aber das geht auch. Oder wird das hier weg? Ja, so sollte das hinhauen, denke ich. Dann machen wir auf einer Seite Rüstungsschmied, auf der anderen Seite machen wir hier Schreiner. Genau, ein Schreiner. Und ich bin am überlegen, machen wir hier einfach einen leichten Überstand, dass wir hier noch Backgammon hinstellen? Nee, ne? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir können hier aber noch Treppen hinbauen. Da wäre ich tatsächlich für. Ist doch gar nicht schlecht. Kalkstein-Blocktreppe. Machen wir 3? Das wäre die Mitte, ne? Ja, machen wir 3. So. Und der Weg geht dann hier irgendwie so außen rum, schlängelt er sich. Jo, dann müssen wir nur warten, bis wir das gebaut haben und hier noch weiter gebuddelt haben und überhaupt und sowieso und Redwin. Bob? Raumbad. Bitte erstmal da frei machen. Damit da auch wirklich ein Weg nach unten ist. Gar nicht aufhängen. So. Ah. Gerade. Bombard. Und da. Und da. Und da. Und jetzt kannst du machen, was du willst. So, und den Lagerbereich erweitern. Achso, genau. Apfelbäume haben wir jetzt ein bisschen abgeschnitten. Aber ist nicht schlimm. So. Dann läuft das hier auch so langsam. Das ist sehr schön. Ja, fehlt nur noch Lehm. Und hier können wir schon mal Böden einsetzen. Kalksteinblockboden. Genau. Und dann machen wir einmal Schmied. Rüstungsschmied. Den können wir eigentlich einfach nur versetzen. Ne? Was haben wir da überhaupt gemacht? Nur Stahlbarren, kein Holz. Versetzen. Na. So. Und dann brauchen wir noch Deko. Zack. Hier. Da brauchen wir hier die Wandregale, damit sie sich auch wirklich so fühlen, als würden sie was machen. So, das reicht. Ach, da
Ist offen, weil da wieder einer drin pennt, ja? Gut, dann hätten wir gern Stahlbarren. Hier? So. Bereich kleiner. Und Kohle. Hier. Dahin. So, dann können wir hier nämlich Rüstungsgedöns machen. Dafür bauen wir hier dann. Genau, hier kommen dann Waffenständer hin und da kommen Rüstungsständer rein. Was machen sie denn? Sind die unter Diverses? Nee. Oder Möbel oder nicht? Ach genau, Waffenständer. Handmontierte Waffenhalterung. Rüstungsständer. Halt, stopp, wir brauchen nur einen. Den stellen wir ein und dann kopieren wir. Macht mehr Sinn, glaube ich. Mal so gucken, kriegen wir auch nur eine Reihe hin, ne? Bisschen blöd, aber egal, geht. Denke ich doch, dass das geht. Und hier kommt das gleiche für Holz hin und dann kommt hier auch ein Holzlager rein. Allerdings wird das ein ziemlich kleines Holzlager, stelle ich gerade fest. Ein viel zu kleines Holzlager, befürchte ich. Aber gut, ihr wisst, wie es aussehen soll. Bobs Zimmer muss noch fertig gebaut werden. Hier kommt der Rüstungsmacher dann rein. Und hier machen wir ein Holzgedöns. Schreinermeister für Bögen. Vielleicht machen wir es auch in der nächsten Folge zusammen. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.